Als der letzte Schlusspfiff die Saison beendet hatte, ließen sie am Böllenfalltor erstmal die Köpfe hängen. Den Klassenerhalt im direkten Abstiegsduell nur knapp verpasst. Am Ende fehlte nur ein einziger Treffer gegen die Stuttgarter Kickers. Hoffen auf einen Ligaverbleib am grünen Tisch wollten die Lilien zunächst aber nicht. Wir nehmen das erstmal heute so hin, dass wir sportlich es nicht geschafft haben, die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Dementsprechend wir auch nach dem heutigen Spieltag unterm Strich stehen. Alles andere liegt eh nicht in unserer Macht und muss irgendwie der DFB mit seinen Lizenzierungsverfahren klären. Tatsache ist, wir sind abgestiegen und andere Gedanken verbieten sich jetzt gerade. Dabei hatte der SV Darmstadt 98 im zweiten Drittligajahr zunächst einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgegeben. Neuzugänge wie der ehemalige Offenbacher Elton da Costa stimmten zuversichtlich. Doch als Aufstiegstrainer Costa Runjajic mitten in der Hinrunde zum Zweitligisten MSV Duisburg wechselte, nahm das Unheil seinen Lauf. Unter Nachfolger Jürgen Seeberger holten die Lilien mit den wenigsten Toren der Liga gerade mal 2 Siege und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Jürgen Seeberger und Darmstadt, das wollte irgendwie nicht passen, trotz anfangs vielversprechender Ansätze. Ich denke, ich habe hier neu angefangen. Mir geht es mehr um Inhalte, mir geht es um die Ideen, dass die Mannschaft die aufnimmt, verwirklicht und dass sie einfach insgesamt überzeugter und mehr an sich glaubt, überzeugter auftritt und einfach mehr noch in die Situation kommt, dass sie agiert und nicht reagiert. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gute Chancen, egal gegen wen. Zum Jahreswechsel war dann Schluss für Jürgen Seeberger. Unter Nachfolger Dirk Schuster holten die Lilien 22 Punkte und hätten beinahe noch die Kurve bekommen. Dass am Ende immerhin noch der Hessenpokal gewonnen wurde und Darmstadt damit die kommende Saison im DFB-Pokal antritt, konnte aber kaum über den sportlichen Abstieg hinwegtäuschen. Dirk Schuster wird auf jeden Fall am Böllenfalltor bleiben. Und plötzlich sind die Lilien doch wieder auf Drittligakurs. Denn Lokalrivale Kickers Offenbach erhält keine Lizenz für die kommende Saison. Der Club ist mit über 9 Millionen Euro verschuldet und soll die DFB-Auflagen nicht vollständig erfüllt haben. Direkt nach Bekanntwerden des Urteils zeigten sich die Verantwortlichen aber noch kämpferisch. Der Geschäftsführer hat angekündigt, dass wir in die Berufung gehen, also zum Schiedsgericht. Und da wird eine endgültige Entscheidung gefällt. Dabei sollte es diese Saison eigentlich wieder aufwärts gehen, samt neu gebauten Stadion im Rücken. Doch von Anfang an kriselte es im Vorstand. Dem Rücktritt von Präsidenten Dieter Müller folgte der von Geschäftsführer Thomas Kalt. Er fühlte sich hintergangen vom neuen Präsidenten Frank Ruhl. Sportlich konnten die Kickers Ausrufezeichen setzen. Im DFB-Pokal kämpfte sich der Favoritenschreck bis ins Viertelfinale. 13 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage reichten in der dritten Liga zwischenzeitlich zu Platz 8. Ein kleiner Höhepunkt zwischendurch war auch der Gewinn des Frankfurter Hallencups. Nach 7 Ligaspielen ohne Sieg musste Trainer Ari van Lent aber seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger Rico Schmidt forderte sogleich viel von seinen Spielern. Emotionalität auf höchstem Niveau, was Spitzenspieler aus Europa, das ist ja die beste Mannschaft im Moment, der FC Bayern München, wie sie das in Perfektion gemacht haben gegen auch eine überragende spanische Mannschaft, Barcelona. Aber der Schlüssel liegt in dem Zweikampfverhalten, in dem, wie ich meine, wie ich dort laufe, wie ich dort sprinte, wie ich mich einsetze, auch für den Mitspieler. Unter Rico Schmidt schafften die Kickers mit Platz 15 immerhin den sportlichen Klassenerhalt, trotz 2 Punkten Abzug wegen Verstoßes beim Zulassungsverfahren. Am Ende half aber alles nichts. Die Lizenz ist weg, der Gang in die Regionalliga wohl unausweichlich. Vergleichsweise ruhig nahm sich dagegen die Saison beim Dritten im Bunde aus, dem SV Wien Wiesbaden. Ohne allzu große Ausreißer nach unten und oben. In der Hinrunde zwischendurch zwar eine Weile auf Platz 15, arbeitete sich die Truppe von Trainer Peter Vollmann langsam wieder rauf, bis auf Platz 7. Und schließlich waren sie sich von Anfang an nicht so ganz sicher, wohin es nach Platz 16 der Vorsaison in diesem Jahr eigentlich gehen soll. Ja, das wird man sehen. Also ich denke, wichtig ist immer, dass man vernünftig in die Saison startet, dass man, was weiß ich, die ersten 5, 6 Spiele abwartet, wenn man da ein paar Punkte holt.
kann man vielleicht vorsichtig mal ein Ziel ausgeben, aber ich denke, alle wollen nicht nochmal so eine Saison wie letztes Jahr erleben und vielleicht ein bisschen mal oben ankratzen, sondern gucken wir mal. Bezeichnend für eine recht ausgeglichene Saison war auch besonders eine Bilanz. Mit 18 Unentschieden wurden die Wehener zu den unangefochtenen Remis-Königen der Liga und haderten so manches Mal mit diesem Ergebnis. Ja, auf der einen Seite weiß man gar nicht so richtig, ob das jetzt manchmal ein Punkt Gewinn war oder zwei Punkte verloren. Ich denke, da war alles dabei. Ja, es ist halt jetzt so langsam an der Zeit, dass wir einfach mal gewinnen müssen. Ich denke, wir sind ganz nah dran und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Einen Ausreißer gab es dann aber doch noch, zumindest in Sachen Schlagzeilen. Als der SVW in Wiesbaden bekannt gab, mit Galatasaray Istanbul eine Kooperation aufzubauen, wurde von den Medien prompt über eine Übernahme durch die Türken spekuliert, was von den Taunussteinern aber postwendend dementiert wurde. Letztlich viel Lärm um nichts. Und immerhin war der SVW in Wiesbaden von den Problemen der beiden Lokalrivalen meilenweit entfernt.